Seid ihr bereit? Das Abenteuer kann beginnen. Nach Weihnachten bricht die große Zeit der Verwandlung an. Kinder und Jugendliche werden zu heiligen Königen und Königinnen und entwickeln außerordentliche Superkräfte. Stern singen. Zeit für Heldinnen und Helden. Kaspar, Melchior und Balthasar folgen dem Stern. Vom hohen Norden bis zum tiefen Süden. Vom Bodensee im Westen bis zum Neusiedlersee im Osten. 85.000 Kinder und Jugendliche trotzen jedem Wetter und klopfen an jede Tür. Wo immer wir auftauchen, freuen sich Menschen über den Segen für das neue Jahr. Gemeinsam im Team unterwegs sein, viel erleben und mit allerlei Süßem belohnt werden. Das ist Sternsingen. Yeah! Und das Beste ist, wir alle sind eingeladen, uns in heilige Königinnen und Könige zu verwandeln. Zum Segen wird das Sternsingen auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Der finanzielle Reichtum in unserer Welt ist nämlich extrem ungerecht verteilt. Viele Menschen in Afrika, Asien oder Lateinamerika leiden unter Armut und Ausbeutung. Und das geht uns etwas an. Wir wollen Fairplay auf der Welt. Mit gesunder Nahrung und sauberem Trinkwasser, mit guter Schulbildung und medizinischer Behandlung, mit Einhalten der Menschenrechte und Schutz der Umwelt. Mit dem Sternsingen tragen wir zu einer besseren Welt bei. Jährlich werden mit den Spenden rund 500 Sternsinger-Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Wie das möglich wird? Mit vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die beim Sternsingen mitmachen. Und mit den vielen Menschen in Österreich, die mit ihren Spenden die Kassen füllen. Und den Stern geben wir weiter. Unsere Partnerorganisationen in Afrika, Asien und Lateinamerika sorgen dafür, dass die betroffenen Menschen ihr Leben verbessern. Das alles passiert in guter Zusammenarbeit mit der Dreikönigsaktion, dem Hilfswerk der katholischen Jungschar. Sternsinger-Spenden wirken Wunder. Zum Beispiel in Kenia. In den Slums von Nairobi leben viele Kinder schutzlos auf der Straße. Viele der Kinder müssen schwer arbeiten, statt in die Schule zu gehen. Bei den Sternsinger-Projekten werden diese Kinder gut betreut, bekommen ein Bett zum Schlafen und genug zu essen. Sie besuchen die Schule und erlernen danach einen Beruf. Mildred und Irene zum Beispiel werden Friseurinnen. Jackson und Alex werden Installateure. Mit unserer Unterstützung können sie ein gutes Leben führen. In Brasilien wird der Amazonas-Regenwald gerodet, um Soja oder Palmöl in andere Länder, auch nach Europa, zu exportieren. Oder um Bodenschätze auszubeuten. Oder riesige Kraftwerke setzen ganze Landstriche unter Wasser. Das bedroht das Überleben der indigenen Völker und beschleunigt die weltweite Klimakrise. Bei den Sternsinger-Projekten helfen wir den indigenen Völkern, damit sie ihr Land behalten. Gleichzeitig wird damit auch der Regenwald geschützt, der als grüne Lunge der Erde sehr wichtig für das Weltklima ist. Kinder und schwangere Frauen sind von eingeschleppten Krankheiten besonders betroffen. Unsere Partnerorganisation SIMI sorgt für eine medizinische Betreuung. Dabei werden auch Heilpflanzen aus dem Regenwald genutzt. Der Regenwald gibt den indigenen Völkern, was sie zum Leben brauchen. Der Verkauf von Honig oder geflochtenen Körben schaffen zusätzlich Einkommen, mit dem notwendige Güter gekauft werden. Für eine sichere Zukunft müssen Kinder eine gute Bildung bekommen. Einerseits Wissen und Fähigkeiten, um im Regenwald leben zu können, andererseits aber auch Portugiesisch als Zweitsprache, um in der umgebenden Gesellschaft Brasiliens zurechtzukommen. Auch in Indien verursacht der Klimawandel große Probleme. Zu wenig oder keine Ernte führt zu Hunger. Mangelernährung verhindert die gesunde körperliche Entwicklung und macht anfällig für Krankheiten. Dazu kommt, weil große Plantagen das meiste für sich beanspruchen, besitzen die Bauernfamilien nur sehr wenig Land. Tatkräftige Unterstützung gibt es auch für die Kleinbauern und Bäuerinnen in der Region. Chansi und ihre Familie konnten früher kaum von ihrem kleinen Feld leben. Durch das Sternsinger-Projekt hat sie nun den Biolandbau gelernt.
Ich habe begonnen, in meiner Landwirtschaft von mir selbst hergestellten Biodünger zu verwenden und konnte so den Ertrag steigern. Nun habe ich keine Kosten für Kunstdünger mehr und ein höheres Einkommen. Jetzt sind wir glücklich. Chansi verbessert mit Biolandbau auch die Ernährung ihrer Familie. Mit diesem höheren Einkommen ist es möglich, dass ihre 4 Kinder die Schule positiv abschließen, als Basis für eine bessere Zukunft. Kinder und Jugendliche sind auch in Indien die Zukunft. In Kinderparlamenten setzen sie sich für ihre Rechte auf Nahrung und Schulbildung ein. Wir haben auch den Landwirtschaftsminister von Telangana getroffen und ihm mitgeteilt, dass wir keinen Kunststoff verwenden sollten, da der Kunststoff Boden und Wasser verschmutzt. Umweltverschmutzung wirkt sich auf das Leben der Menschen aus. Wir leben in einer gefährlichen Situation. Wenn die Umweltverschmutzung verringert wird, verbessert sich die Lebensqualität der Menschen und sie leben glücklich. Die Kinder werben bei Eltern und der Politik für Biolandbau und Umweltschutz. Als Maßnahme gegen den Klimawandel werden gemeinsam Bäume gepflanzt, so wie auch Chioti mit ihren Freundinnen. Jede und jeder von uns kann einen wichtigen Beitrag leisten, um unsere Welt zu verwandeln. Wenn wir Rücksicht aufeinander nehmen. Wenn wir für faire Spielregeln eintreten. Wenn wir die Umwelt schützen. Gemeinsam Segen bringen und mit den Spenden den Segen in die ganze Welt hinaustragen. Stern singen. Zeit für Heldinnen und Helden.